Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir mal über das Thema, wie lange bleiben Dreadlocks eigentlich ordentlich und schön nach deinem Pflegetermin? Diese Frage kam schon öfter in meinen Kommentaren auf und da gehe ich heute mal drauf ein. Ich habe heute Eva als Beispiel hier sitzen. Eva hat ihre Dreads, wie lange haben wir die jetzt? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Wir haben Partial Dreads bei Eva, habe ich gemacht. Dann sage ich eigentlich mal wie, als ob du mir helfen würdest hier. Du sitzt hier nur. Ich habe Eva die Partial-Dreads gemacht vor 2,5 Jahren. Wir packen da auch immer Extensions mit rein in Form von Double Ends aus Hendlon-Haar und auch immer mal noch so ein paar Woll-Extensions, um hier ein bisschen mehr Fülle zu bekommen, weil Eva wirklich sehr weiches, feines und auch sehr dünnes Haar hat. Also hier kommen drei Komponenten aufeinander und da muss man immer so ein bisschen schauen. Ich habe Evas Dreads mit einer 1,0er Nadel erstellt, so wie ich alle Dreads, egal wie dick oder dünn sie sind, auch erstelle. Wir haben in Evas Fall auch wieder sehr, sehr dünne, sehr filigrane Dreads gemacht, um einfach A, viele rauszubekommen und B, auch keine nackte Kopfhaut zu haben. Eva kommt aufgrund dieser feinen Haarstruktur, weil es halt in diesem Fall tatsächlich sonst schnell unordentlich wird, kommst du so alle 10 Wochen, hast du gesagt. Ja, ne? Mindestens. Also sonst eher manchmal auch 8 Wochen irgendwie, aber so 10 Wochen ist so die längste Zeit eigentlich, die ich selber dazwischen haben möchte, weil ich auch selber einfach nicht da irgendwie richtig sehen kann oder vom Pflegen her. Ich habe mit Tightening Spray wohl gearbeitet. Aber so dieses, da oben in Ordnung halten, das kann ich nicht. Die Ansätze meinst du? Ja, ne? Genau. Palm Rolling machst du schon mal zwischendurch. Ja, genau. Aber jetzt inzwischen nicht mehr so viel wie am Anfang. Am Anfang war das, also hat sich deutlich noch schneller was gelöst. Ich glaube auch, weil ich so feine Haare habe. Aber das hat sich gut entwickelt. Ja, die sind jetzt auch in sich schön fest mittlerweile. Palm Rolling bei dieser Haarstruktur mit Tightening Spray macht einfach ganz, ganz viel Sinn, weil ihr den Dreads und euch selber damit unglaublich gut helft, dass die sich schön und schnell entwickeln und auch schnell festigen. Und vor allen Dingen dadurch auch nicht so schnell zusammenziehen. Wenn ich Dreadlocks erstelle, häkel ich die immer sehr fest bei der Neuerstellung. Das bedeutet so fest, dass halt auch der Dread in sich eine geschlossene Struktur hat. Natürlich kann es sein, dass mal hier und da bei einer Neuerstellung, gerade wenn das Haar sehr fein ist, auch noch Lufteinschlüsse sind. Das bedeutet, dass das Stellen sind, wo sich kleine Schlaufen bilden können. Man ist ja auch keine Maschine oder kein Computer, ne? Das ist alles Handarbeit. Das wissen die Kunden aber auch in der Regel von mir und können somit sich halt darauf einstellen, oh, kommt da eine Schlaufe, muss ich selber, der Kunde in dem Fall, ein bisschen intervenieren im besten Fall, entweder mit Häkeln oder auch mit Palmrolling. Oder mit sich bei mir melden und ich helfe schnell mal weiter. Das ist natürlich auch so. Das hatten wir auch schon mal, ne? Ja, schon ganz am Anfang. Wir hatten, glaube ich, erst für nach drei Monaten den ersten Termin und nach 2 Monaten merkte ich so, oh, okay, ich irgendwie sieht das unordentlich aus und ich kriege es nicht irgendwie wirklich richtig hin. Also mit dem Häkeln habe ich ja eh nicht am Hut. Und dann hast du mich gleich dazwischen genommen und dann haben wir die Termine erst ein bisschen kürzer gefasst und danach hat sich wirklich super gut entwickelt. Ja, also ich finde auch, mittlerweile ist das eine ganz tolle Struktur geworden und eine schöne Festigkeit. Also, worauf ich hier hinaus möchte, ist am Ende, wenn ihr frische Dreadlocks bekommt und die sind 2 Monate alt in diesem Beispiel, ja, dann werden sich eure Dreads am Anfang immer, wirklich immer, erstmal so entwickeln, dass sie wieder flauschig werden. Es werden Härchen rauskommen, es werden sich Schlaufen bilden. Das ist ganz normal und zwar aus folgendem Grund. Euer Haar war vorher, wenn wir jetzt von dieser Haarstruktur auch mal ausgehen, weich und so weiter, ne? Es ist weiches Haar, es ist dünnes Haar und das wurde verhäkelt. Das wurde in eine komplett andere Form gebracht und soll jetzt plötzlich in dieser Form sich auch noch festhalten und schön, ne? So. Das ist natürlich eine ganz neue Erfahrung für die Haare. Das gilt aber am Ende auch für jede Haarstruktur. Die wird plötzlich in eine ganz neue, andere Form gezwungen, ne? Das kann man so sagen. Und muss jetzt damit klarkommen und soll sich jetzt festigen und schön sein und alles. Natürlich geht das nicht alles von heute auf morgen und vor allen Dingen auch nicht ohne, dass man selber was dafür tut. Ich finde es immer sehr schade, wenn Kunden Dreads bekommen, sich zu Hause überlegen, ach guck mal, jetzt mache ich einfach nichts und dann erwarten, dass sie die Dreadlock-Mähne bekommen, die sie bei Instagram auf den Fotos sehen. Das wird halt nicht passieren, ja? Besonders wenn ihr auf Dreads steht, die salonfähig sind, die ich hier ja sehr gerne mache, die wirklich schön glatt, schön stramm, schön ohne Schlaufen, ohne Knoten und so sind. Ihr müsst wirklich Eigenarbeit leisten, damit gerade am Anfang, und da ist es wirklich halt sehr wichtig, sich die Dreads gut entwickeln können. Ich hatte neulich ein Beispiel, da waren die Dreads auch 2 Monate alt und die Kundin ging wohl zu einer anderen Dreaderin
Und da wurde dann so getan, als ob ich irgendwie schlechte Arbeit geleistet hätte. Die Dreadlocks waren 2 Monate alt. Pflegetermin war halt erst bei mir im Oktober möglich. Und ja, was soll ich sagen? Was ich sagen kann dazu ist, dass man sich dann entweder bei mir meldet, ne? Dann würde ich natürlich helfen. Oder dass man halt schaut, wie bin ich denn mit den Dreads umgegangen? Warum sehen die denn jetzt so aus? Weil ganz oft ist das so, dass die Dreader, wenn die ihre Dreads dann fertig haben, ne, dann können die sich auf den Mund fusselig reden und sagen, Eva, bitte kümmere dich. Eva, du musst häkeln. Ach ja, und Tightening Spray und dies und das. Weißt du, du gibst den Kunden super viele Tipps. Wenn die aber nicht umsetzen, haben wir es als Dreadmaker einfach auch nicht in der Hand mehr. Ja? Wir können ja nicht mit zu euch nach Hause kommen und sagen, hier, Jacqueline, jetzt musst du aber mal deine Dreads wieder schön palm holen. Ach ja, und häkeln musst du auch noch. Ne? So geht's halt irgendwie schlecht. Oder was hast du dazu, Eva? Auf jeden Fall, das stimmt. Also das, wie gesagt, mit dem Häkeln, das war nicht meins. Das hast du mir auch gezeigt, aber ich glaube, ich war da nicht ganz so begabt. Aber das mit dem Palmholen ist ja auch gar kein Problem. Ne? Das kriegt nun wirklich jeder hin. Ich zeige euch gleich auch nochmal von Namen, wie Evas Haare aussehen und wie dünn das ist. Einige von euch werden dann wahrscheinlich denken, oh, das sieht ja nackig aus. Aber Eva gefällt es so, wie es jetzt hier ist. Wir haben eine gute Lösung gefunden. Das mit den Partial Dreads ist toll. Und am Ende dieses Videos werdet ihr auch sehen, wenn die Double Ends aufgefüllt sind hier rein. Es ist eine tolle Mähne. Also ich finde die Frisur immer klasse, wenn du hier reinkommst morgens. Danke. Ja, und da die offenen Haare ja so, die würden das bisschen Haut dann da oben sowieso verdecken. Also man, genau. Es sieht in keinem Fall nackelig aus. Egal, welche Frisur ich dann daraus mache. Auch hochgesteckt irgendwie oder geflochten nach unten oder wie auch immer. Schön. Also, was ich euch mit diesem Video auch vermitteln möchte, ist, ihr braucht keine Panik bekommen. Das hat einfach damit zu tun, dass eure Haare sich erst finden müssen in der neuen Form und dass ihr womöglich vielleicht entweder gar nichts, zu wenig gemacht habt. Aber das ist auch gar kein Vorwurf an meiner Stelle jetzt hier an euch, sondern das ist ein, darum passiert das dann. Da kann man halt den Dreadmakern auch nicht tatsächlich den Vorwurf machen, sie hätten schlechte Arbeit geleistet, weil sobald ihr unseren Salon oder die Salons verlasst, habt ihr auch eine Eigenverantwortung für eure Dreads. Und dann kann man halt, finde ich, nicht hingehen und sagen, ich habe das jetzt 2 Monate, habe mich zwar nicht drum gekümmert, aber es sieht so und so aus. Das ist ja, als würde man sich irgendwie ein Fahrrad kaufen, das im Regen stehen lassen und es rostet und man regt sich drüber auf. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Ja, irgendwie passendes Beispiel. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal ganz doll betonen, dass ganz viel Eigenarbeit wichtig ist, um dass eure Dreads auch schön bleiben. Wenn ihr diese Eigenarbeit leistet, dann habt ihr natürlich auch mehr davon, wenn ihr beim Pflegetermin wart. Denn natürlich hält ein Pflegetermin gut lange vor. Also ich arbeite ja mit der Durchziehmethode und häkle danach die Ansätze nochmal und die Längen. Da haben die Kunden eigentlich immer eine recht lange Zeit Ruhe. Wie ist das bei dir so, Eva? Ja, also dann auf jeden Fall. Es stört mich einfach nur, weil sie sind zwar dünn, aber sie wachsen relativ schnell. Das tun sie. Und wenn ich die dann hochstecke, dann sieht man irgendwann nachher dann den... Das Rausgewachsene. Das ist Rausgewachsene. Mhm. Also das ist jetzt gar nicht mehr so unordentlich, finde ich. Also gar längst nicht wie am Anfang. Es ist einfach rausgewachsen in dem Fall, ne? Und das möchte ich einfach gerne hochhaben, da ich mir das nicht selber zutraue mit dem Durchziehen und so weiter. Ja, ist das mir lieber, hier hinzukommen. Am Ende des Tages ist es so, je mehr du selber auch nach deinen Pflegeterminen machst oder vor allen Dingen nach der Neuerstellung, desto schöner entwickeln sich deine Dreads. Und wenn du einen Dreadmaker, Dreadmakerin hast, wo du hingehst, wo du das Gefühl hast, hey, das ist cool, das ist gut, der vertraue ich, dann solltest du, auch wenn du meinst, du bist plötzlich unzufrieden oder denkst, oh je, warum sieht das so aus? Dann renn nicht zu irgendwem anders oder in irgendwelche Internetforen, sondern wende dich doch auch an die Person, die es gemacht hat. Weil die Person, die es gemacht hat, hat sich ja hoffentlich in den meisten Fällen was dabei gedacht. Und ich finde, man muss dieser Person dann auch einfach die Möglichkeit geben, das wieder vernünftig zu machen und aber auch zu erklären, warum sie es so gemacht hat, dies, das. Also ich habe auch zum Beispiel einige Follower, die haben jemanden, der die Dreads macht, schreiben mich aber an, Chapati, was hältst du davon? Würdest du das so und so machen? Dies, das. Das ist eigentlich nicht cool. Ihr solltet, wenn ihr der Person vertraut und ihr der die Haare anvertraut oder eure Dreads in dem Moment, solltet ihr diese Person um den Rat fragen. Ich finde das immer ganz toll und ich freue mich auch, dass ihr da so viel Vertrauen zu mir habt oder auch in meine Arbeit habt. Aber am Ende ist es so, dass die Leute, die euch die Dreads machen, auch die Möglichkeit haben sollten, das dann zu erklären oder auch wieder vernünftig zu machen. Es hat jeder seinen eigenen Stil. Ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich eher die salonfähigen Dreads mache. Ich mache gerne einfach ganz smooth, dünne, feine Dreads und ich bin nicht so der schlaufende Knubbeltyp. Ich stehe da auch sehr drauf, wenn Dreadlocks immer sehr schön gepflegt und ordentlich sind. Und das mögen halt viele auch nicht. Und
gehen dann dadurch natürlich zu Dreadern, die andere Dreads machen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Ich habe mich jetzt hier schon wieder wiederholt, wie, weißt du. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie Evas Haare aussehen und dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, meine lieben Freunde, guck mal, hier seht ihr schon, wo ich schon mal war. Also, das hier haben wir jetzt schon mal wieder gängig. Durchziehmethode, Ansätze gehäkelt, keine Löcher, Einsernadel, keine Löcher in den Längen der Dreads. Und hier haben wir, wie es sich rauswächst bei Eva. Und ihr seht, wie dünn das Haar ist. Ne? Da kann man so ein bisschen sogar durch den Ansatz gucken. Aber es funktioniert trotzdem. Es reißt uns auch nichts aus. Die Einsernadel tut den Dreads in den Längen auch nichts. Und das ist halt zum Beispiel auch sehr wichtig. Deine Spitzen haben sich übrigens auch gut gemacht, wenn ich das hier gerade mal so sehe. Die sind auch nicht mehr so fliegend. Das ist richtig gut geworden. Und was ich euch jetzt eigentlich zeigen wollte, am Ansatz ist es halt rausgewachsen bei Eva. Dadurch ist natürlich hier auch so ein bisschen Flusi-Flaum, ne? Flaum, weil weiches Haar. Aber in den Längen, und hier war ich ja jetzt noch nicht, ist das eigentlich alles gar nicht schlecht. Also man sieht, du hast mal Palmen geholt, die sind in sich, kann ich fühlen, schön fest. Und wir haben vor allen Dingen auch nirgendwo irgendwelche Knubbel oder Schlaufen. Also das hat sich sehr gut gemacht. Und hier, wo ich jetzt schon war, ist natürlich wieder etwas mehr Festigkeit drin, wieder ein bisschen gerader gezogen noch, ne? Und auch da die Ansätze wieder frisch. Und bei Eva ist es so, dadurch, dass die Haare wachsen, recht schnell wachsen, hat sie natürlich auch recht schnell diesen Ansatz hier. Und dann sieht es natürlich auch unordentlich aus. Und dann sieht es wieder ordentlich aus. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch hier sagen und zeigen möchte, dass das halt einfach auch keine schlechte Arbeit deswegen ist, des Dreaders, wenn der Kunde nach 2 Monaten so aussieht. Es kommt auf die Haarstruktur an, ne? Da spielen ganz viele Sachen eine Rolle. Und da kann man nicht random hingehen und sagen, das hier, das ist ja eine richtig schlechte Arbeit, das sieht ja aus wie Kraut und Rüben, was wurde denn da gemacht? Die Person hat ja keinen Plan. Also das ist halt irgendwie haltlos und macht keinen Sinn und das machen wir nicht. So, ihr Lieben, ich habe noch einen kleinen Tipp für euch an dieser Stelle. Und zwar haben Eva und ich damals hier im Nacken ja auch diese ganz feinen, dünnen Dreads gehabt. Und ich glaube, wir hatten keine passende Extension, so war es, oder? Mhm. Weil uns, ja, irgendwie hatten wir keine. Und dann haben wir überlegt, wie können wir die Dreads im Nacken verlängern dennoch. Und dann haben wir einfach Henlon-Haar genommen, dieses hier, in braun, und haben hier einfach eine geflochtene Strähne eingearbeitet. Ich hatte die damals festgehäkelt. Das hat sich auch sehr gut gemacht. Ihr seht hier, wie das einfach hält. Jedenfalls hat sich das hier wirklich ganz gut gemacht. Und dieses Henlon-Haar, wie ihr seht, das ist da jetzt schon wirklich... Was glaubst du, wie lange diese Strähne da jetzt dran ist, Eva? Kannst du es grob sagen? Ja. Gut, ja. Das ist ja auch schon mal... ja, der Zeitraum ist schon mal auf jeden Fall krass, weil ihr seht, dieses Henlon-Haar, da tut sich nichts. Das wird nicht fusselig, nichts. Und es sieht dennoch schön echt aus, finde ich persönlich. Und geht auch nicht auf. Die Spitze haben wir hier unten zugefilzt, ganz normal und einfach. Und auch da geht nichts auf. Also so könntet ihr auch, wenn ihr darauf angewiesen seid, dass die Extensions wirklich super dünn sein müssen, damit sie an eure Dreads passen und nicht unten die dicken Enden sind, könnt ihr diese Variante gut wählen. Ja, das war nochmal der Tipp an dieser Stelle und jetzt geht's hier weiter. Ich hoffe, ich habe mich hier verständlich ausgedrückt heute. Mir lag dieses Video sehr am Herzen, weil es oft auch falsch verstanden wird von Kunden, ne? Wenn die dann plötzlich im Internet so rumluschern oder Leute, die sich für Dreadlocks interessieren und dann sehen die solche Bilder und denken sich, wie sieht denn das nach 2 Monaten so aus? Das kann ja nicht sein. Dafür gibt es halt eine Erklärung und Gründe. Und die muss man dann halt auch mal ansprechen. Und das sind ganz normale Dinge. Und wenn die Dreadlocks eine gute Basis haben, und das ist halt alles, was der Dreader euch anfangs geben kann, eine gute Basis. Und auf dieser Basis muss man zusammen aufbauen. Das heißt, ihr mit Eigenarbeit und Eigenverantwortung und der Dreadende oder die Dreadende mit den Pflegeterminen und eben der gegebenen Dread-Basis, die da erschaffen wurde am Anfang. So, und ihr kriegt jetzt noch das Endergebnis, wie Evas Dreads nach diesem Pflegetermin aussehen. Und dann hoffe ich, hat euch dieses Video wieder gefallen, weitergeholfen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich einfach an auf all meinen Kanälen, wo ihr mich findet. Alles Liebe, eure Shabati, heute mit Eva. Tschüss!